Hallo meine lieben Freunde, willkommen in einer neuen Aufnahme hier von Tom Oil. Ich bin in Nero und wir starten jetzt ein bisschen durch. Gucken wir mal, ob wir durchstarten können. 81 ist okay, das nehme ich mit. Und jetzt müssen wir bei den Investoren deutlich mehr reinhauen. Ich versuche mal bei 23 zu landen. Die haben wir uns geholt, auch wenn es nur 3% sind. 40, jetzt fehlen noch mindestens 11%. Da müssen wir halt reinhauen. Und die eine hat noch so viele Reserven, oder der Typ hier. Ja, ärgert mich ein bisschen. Jeder woanders hin, hier auch noch um 38. Versuchen wir es einfach mal. Und los geht's. Wieder ein bisschen Ölfarm. So. Standardklassischer hier, ne? Klassischer Standardstart, so. Ich mache das aber gleich mal so, auch wenn ich dann am Arsch bin. Oh, sowas darf ich ja gar nicht. Sowas darf ich bald übrigens auch nicht mehr sagen. Böse Worte. Scheint ein Riesenölfeld zu sein. Cool. Ich versuche es gerade mal ein bisschen sparsamer. Fahr doch! Alter, bist du lahm. Bin ich von den Level 3 Pferden überhaupt nicht gewohnt. Wo ist denn das Öl? Ich hätte jetzt eigentlich so gemacht und wäre jetzt runtergegangen, aber ich sehe es ja überhaupt nicht. Vier Stück bei der langen Strecke. Na gut, Geld kriegen wir auf jeden Fall ganz gut hier links. Ja, ist klar. Ich weiß, ordentlich Geld rausgehauen, aber ihr wisst ja, so hat es mir bis jetzt immer am besten geklappt. Guck mal, hier haben wir noch Gas, Gas, Öl. Ich weiß nicht, wo es hier ist. Oh! Direkt an der Oberfläche, das nehmen wir einfach mal so mit. Oh, und hier ein ganz großes. Na, so lohnt sich das natürlich nicht. Da machen wir mal was ganz Verrücktes. Ey, das war schon angebohrt, ja? Das ist ein bisschen unfair. Na, mal gucken, ob der hier das findet, zufällig.
Da ist es auch schon. Ja, da wird wahrscheinlich Gestein sein. Rock. Ja, wohnen wir halt hinten rum. Ich wollte die von oben dann hier durch. Ist die Frage, ob ich das einmal doch aktivieren soll. Ach, da unten. Ich sehe es sogar. Oh, das wird klappen. Jetzt mache ich es tatsächlich mal an. Ich weiß nicht mehr, warum so viele so eine Leerfahrt haben wie der da. Ich würde ihn am liebsten sofort wieder feuern dafür. Es gibt hier Arbeitsanweisungen und der sind Folge zu leisten. Unglaublich. Eigenes Denken und Handeln ist hier nicht erwünscht. So. Kleidervorschrift haltet ihr wenigstens ein. Ohne Kleidervorschrift kann man nicht arbeiten und nicht denken. Eine der blödsigsten Sachen, die es gibt, außer es ist tatsächlich Sicherheitskleidung. Aber ansonsten... Der Weg ist einfach so lange dahin, dass bis dahin sind die drunter. Obwohl wir so viel Öl haben, habe ich das Gefühl, es läuft nicht so gut wie sonst. Wieso habe ich das Gefühl? Seht ihr das, dass das Öl dauernd steigt und fällt? Wieder hier, genau wie hier. Steigen und fallen. Sehr interessant. Ja, ich sehe hier kein Öl. Ist es dir schon mal aufgefallen? Brauchst du nicht so viel winken. Da ist nichts zu sehen. Down, down, down. Preise sind auch okay. Nur der Typ nervt mich ein bisschen. Jetzt sehe ich es. Hat auch ein bisschen gedauert. Das lohnt sich überhaupt nicht, das hier weiter auszubauen, das Rohr.
Seitdem wir das hier zum Dreier gemacht haben, kommt das Öl aber auch raus, ne? Und das, obwohl die Preise steigen, ja. Ist jetzt nicht der heilige Gral, den wir hier gefunden haben, aber okay. Gasblasen sind es auch nicht. Das sind auch immer weniger geworden, ne? Drei ist, glaube ich, so momentan Standard. Ah. Und wenn die alle nur losfahren würden? Ja. Da ist das Problem gewesen. Die waren noch gar nicht auf die drittes Level. Mein Fehler. Wieder mal. Sag, kennt ihr das, wenn man mit seiner eigenen Leistung so unzufrieden ist? Das ist jetzt einer dieser Fälle, weil man einfach nicht aufgepasst hat. Hätte besser laufen können schon die ganze Zeit, verdammt. Aber der Preis, der ist momentan, wie gesagt, er ist akzeptabel. Das ist ganz gut. Und wir fahren schon wieder halb los, warum? Von einmal 1000 für alle, das ist eigentlich ein richtig günstiges Upgrade, wenn man es so sieht. Und er steht hier rum. Der hätte bestimmt auch einen Spiritschwein durchgehen lassen. Guck mal, jetzt hat er nur so wenig und fährt... Ich würde ihn sowas von auspeitschen. Ja, super. Und dafür habe ich noch 200 ausgegeben. Man weiß ja nie, wie groß das Ölfeld hätte noch sein können, ne? Oh, es wäre noch die Leitung leer gesaugt. Machen wir Fracking schön ins Stein rein. Ich muss gleich niesen. Drei Dinger. Ja, genau. Und ich saug immer noch die Blasen leer. Leitung ist dicht. Mir geht gerade nicht. Ich frage mich, ob das schon reicht, wenn diese dunkel sind, als ob die als leer akzeptiert werden oder ob man wirklich warten muss, bis noch mehr Gas raus ist. Wir versuchen es einfach mal. Ja, wahrscheinlich hat es schon gereicht. Ich hätte wahrscheinlich einen Monat vorher schon abbrechen können. Nochmal 30.000 Profit für uns. Ja, ist okay. Dreimal so viel wie die anderen. Ist akzeptabel. Dann hoffe ich mal, dass wir uns auch noch auf jeden Fall in der nächsten Folge wiedersehen. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal oder im anderen Let's Play. Tschüss.